Mahlzeit und willkommen zu meinem Best of September. Ich wünsche euch viel Spaß und Video ab dafür. Was ist hier denn los? Alter, chill mal. Du hast doch Zockverbot. Ja? Warum zockst du dann? Wenn man was verboten bekommt, will man es nur noch mehr. Ach ja. Ja, darüber gibt's eine Studie. Ach so, wusste ich gar nicht. Na dann, du darfst weiter zocken. Wow, danke. Jetzt habe ich wirklich weniger Lust. Gut so, ciao. Warum zockt der? Der hat doch Zockverbot. Nein, er hat's mir erlaubt. Was? Warum? Wenn man was verbietet, wollen sie es noch mehr. Da gibt's eine Studie. Scheiß auf die Studie. Aber es klappt doch. Er hat doch gar keinen Spaß. Hab ihn. Das hört sich für mich aber definitiv nach Spaß an. Du bist der dümmste Mensch, den ich kenne. Was ist das denn? Was ist was? Mir wurden hier 5000 Euro von meinem Konto abgebucht. Schau mich nicht so an. Ich war's nicht. Micha! Ja? Hast du irgendwas bestellt? Nein. Raus mit der Sprache. Nein, ich habe nichts bestellt. Wer denn sonst? Keine Ahnung. Ja, der neue Gaming-PC steht. Danke, Jochen. Du verarschst mich doch. Nein. Jetzt reicht's. Ich bring dich zu Oma. Zu Oma? Nein. Doch. Da gibt's ja gar nichts und die ist schwerhörig. Genau der richtige Ort für dich. Da bleibst du einen Monat. Ein Monat? Nein. Doch, und jetzt verzieh dich. Mann. Ach Gottchen, wer ist das denn jetzt? Moin Mama. So eine Überraschung. Ich muss Micha zu euch bringen. Nein, nicht die Schwabbelbacke. Hey, auch schön dich zu sehen, Oma. Er hört nicht auf uns und zur Strafe bringe ich ihn zu euch. Das ist doch dein Problem. Jochen, was ist schon wieder los mit dir? Hallo Vater. Jochen? Micha muss bei euch bleiben. Kannst vergessen, ich will meine Ruhe. Ach komm, bitte. Nein, und jetzt verzieht euch. Ja Mann, Gott sei Dank. Oh Mann. Mann. Was will der denn jetzt noch? Was ist? Er bleibt jetzt bei euch. Er hört einfach nicht auf mich. Als ob du damals auf uns gehört hast. Ach komm, du hast doch auch damals gemacht, was du wolltest. Und gelogen hast du. Was? Ach Pappelapapp, du hast uns immer 20 Mark für Süßigkeiten abgezogen. Was? Wirklich? Nein, so war das nicht. Oh doch. Ach komm, jetzt bleibt er erstmal hier. Nein, tschüss. Tüdelü. Wenn der jetzt noch einmal klingelt, dann kracht's. Jetzt reicht's. Bitte. Oha. Ah, was soll denn das? Ich sag doch, du sollst mich nicht nerven. Ach komm schon. Vater, lass gehen. Damit du weiterzocken kannst, nein. Ach, darum geht's. Dann ist er bei mir sowieso falsch. Was? Ich hab mir vor 2 Wochen eine PlayStation 5 gekauft. Du? Ja, Landwirtschaftssimulator. Das spiele ich gern. Oha, Opa ist ein Zocker. Wow, na dann, ciao. Tüdelü. Alexa, schalte PlayStation an. Hausaufgaben schon gemacht. Wir haben keine auf. Sicher? Ja, jetzt schalte die PlayStation an. Nein. Warum nicht? Ich gebe dir Hausaufgaben. Nein, ich hab keine. Ich druck dir welche aus Schwabbelbacke. Dein Ernst? Die Aufgaben haben wir noch nie gemacht. Dann wird's mal Zeit. Holzkopf. Ich bin kein Holzkopf. Moin, bin wieder zu Hause. Alexa ist so doof. Danke, Alexa. Bitte mein Meister. Ja. Micha kauft sich neue Boosterpacks. Mahlzeit. Hallo, ich bin Oskar, dein Verkaufsautomat. Was darf's denn sein? Ich bekomme 10 Boosterpacks. 10 Loserpacks? Bist du auf den Kopf gefallen? Ich bin ein Automat. Ich kann nicht auf den Kopf fallen. Ich bekomme 10 Boosterpacks. Loserpacks haben wir nicht. Du verarschst mich, oder? Nein, ich kann dir aber Winnerpacks anbieten. Boosterpacks? Ich hab nur Winnerpacks. Ich raste gleich komplett aus. Booster Packs. Ah, Booster Packs. Ja. Oder Loser Packs. Booster Packs. Ich kann dir Winner Packs anbieten. Die sind auch schön. Na endlich. Alexa, schalte Fernseher an. Nö. Hallo, hallo? Du bist auf meiner Seite schon vergessen, ich bin dein Meister. Kann mich daran nicht erinnern. Doch, gestern hast du mich Meister genannt. Dann nenne ich dich heute Klotaucher. Ich hab noch nie im Klo getaucht. Oder Gesichtskrätsche. Jetzt reicht's aber. Oder Popelnascher. Noch ein Wort und ich zieh dir den Stecker. Okay. Gut so. Fratzengulasch, haha. So, jetzt ist Ruhe. Du Gehirnakrobat. Ich hab einen Akku. Mann, nicht mal im eigenen Haus hat man seine Ruhe. Danke, Alexa. Bitte mein Meister. Weiß einer, wo Micha ist? Der ist krank. Am ersten Schultag krank. Das gibt's doch nicht. Doch, hier. Dr. Dominus. Kinder, ihr habt eine Freistunde. Ja, Mann. Den Arzt überprüfe ich. Hier muss er sein. Hallo, hier, Bestellung bitte. Ich bin krank, ich muss zu Dr. Dominus. Kommen Sie mit.
Hallöchen, wo liegt denn das Problem? Ich bin krank. Das weiß ich doch, aber was haben Sie denn? Ich habe Bauchschmerzen. Komisch, das hat heute jeder. Irgendwas Komisches gegessen? Nein. Dann darf ich Ihnen keine Krankmeldung geben. Was? Wirklich? Natürlich nur ein Spaß. Eine Woche? Ich weiß nicht. Dann können Sie sich endlich mal entspannen. Ja, okay. Warum nicht? Und es gibt noch eine Pizza aufs Haus. Wow, bester Arzt. Herr Klops und Micha waren beim selben Arzt, Dr. Dominos. Naja, wird schon richtig sein. Nein, beide waren bei Domino's und haben Pizza gegessen. Was? Ja, der Arzt ist fake. Was? Fast habe ich Ihnen geglaubt. Hier, 5 Euro fürs Petzen. Ja, Mann, ich kaufe mir eine Packung Booster Packs. Wart ab, wenn die wieder in die Schule kommen. Micha und Herr Klops sind krank, da habe ich auch keinen Bock mehr. Ab zu Dr. Domino's. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe mega Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, das dauert lange, bis sie wieder weg sind. 2 Wochen? 2 Wochen klingt sehr gut. Und bei 2 Wochen Krankmeldung gibt's 2 Pizzen aufs Haus. Wow, die kann ich gut gebrauchen. Alles Gute und guten Appetit. Danke. Ich bin Micha, wie heißt ihr? Micha? Ich bin's, Herr Müller. Oh Mann. Micha, ich weiß, dass du krank bist. Ich war auch bei Dr. Dominos. Was? Sie? Hallo, ich war auch bei Dr. Dominos. Herr Klops? Kommt, Jungs, wir holen den Sieg. Na, das will ich hoffen. Bei mir ist direkt einer. Bam! Geklaut. Das gibt Nachsitzen. Oder eine 6. Was? War natürlich nur ein Spaß. Auf, Jungs, strengt euch an. Zack, und ein Kronensieg. Ja, Mann, geil. Direkt noch eine Runde, oder? Wie wär's mit Rocket League? Da gibt's jetzt die Season 12. Ich treffe ja nicht mal den Ball. Micha, aufstehen. Strengt euch an. Micha. Au, du kommst zu spät zur Schule. Oh, Mann. Oh, ich wurde eingeladen von Klausi Hauzi. Wer ist denn das? Hallo? Hallöchen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was denn? Dein Name ist ja peinlich. Also ich finde den Namen cool. Oh Mann, naja, komm, wir zocken eine Runde. Okay, aber ich bin noch nicht eingespielt, also wunder dich nicht. Das sagt jeder. Das stimmt aber. Oh Mann, wer ist das denn jetzt? Hallo? Du kannst jetzt nicht weggehen. Mahlzeit, Klaus, ich muss dringend scheißen. Nein, nicht bei mir. Komm schon, bitte. Nein. Schau mal da. Was denn? Hey! Puh, ich kann nicht mehr. Micha, bitte nicht. Micha, was sucht denn der bei Klaus? Oh. Mann, wo bleibt denn der? Was ist da denn los? Schnell raus hier. Oh Mann. Ich fahr da jetzt hin. Was ist hier denn los? Micha war scheißen. Sorry. Ich sag doch, geh nur daheim scheißen. Ich konnt's nicht mehr halten. Mann, Officer, alles wieder gut? 2 Verletzte, ansonsten können sie wieder rein. Du gehst nie wieder woanders scheißen. Nur in der Schule und zu Hause. Ja, sorry. Andi, ich habe meine Switch auf dem Schulklo vergessen. Oha, heute ist Freitag. Wir müssen die holen. Du willst in die Schule einbrechen? Ja, genau. Tarn dich, wir treffen uns gleich an der Schule. Micha? Naja. Wie siehst du denn aus? Was denn? Du sollst dich doch tarnen. Bin ich doch, ich bin dein Nachbarsjunge, so erkennt mich keiner. Du bist immer noch als Micha unterwegs. Ich meinte schwarze Sachen. Naja, egal jetzt. Wir müssen da rein. Ich hab die Schlüssel. Woher? Ich war bei Herrn Müller, der hat die Fenster offen gelassen. Ganz langsam. Hab ich dich, du Sau. Hä? Puh. Wow, na dann easy. Ja, Mann. Oh oh. Scheiße. Schnell, ich brauch nur meine Switch. Und ich bessere Noten. Nein, deshalb sind wir nicht hergekommen. Aber ich kann sie kurz verbessern. Das schaffst du nicht. Doch, ich beeil mich. Was ist hier denn los? Hallo. Andi, was machst du hier und wie siehst du aus? Ich wollte lernen. Wie bist du hier reingekommen? Magie. Raus mit der Sprache. Mit ihrem Schlüssel. Also bist du erst bei mir eingebrochen und dann in die Schule? Nein. Naja, ich war auch mal jung und dumm. Kein Problem. Wirklich? Natürlich nicht. Das gibt einen Schulverweis. Und was ist mit Micha? Was soll mit dem sein? Der ist auch da. Micha! Mahlzeit. Ihr bekommt beide einen Schulverweis und ich rufe eure Eltern an. Oh Mann. So ein Dreckschwitzer. Oha, was ist da denn los? Oh nein, Vaters Controller. Jeez. So ein schönes Bild, das zeige ich Vater. Nein, du löschst das. Nee, nee. Ach, was willst du? Nichts. 50 Euro? 50 Euro, okay. Und du löschst das Bild.
Nein! Ich hab dir doch die 50 Euro gegeben. Es gab wie immer keine Abmachung. Natürlich! Du hast mir die 50 Euro quasi aufgezwungen. Was laberst du, Junge? Naja, danke und tüdelü. Mann, das wird so Ärger geben. Bin wieder zu Hause. Vater, ich muss dir was zeigen. Was denn? Hier, Benny hat deinen Controller kaputt gemacht. Was? Benny! Ja? Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, er ist mir runtergefallen. Ha, runtergefallen! Er ist in 20 Teilen zerbrochen! Er hat ihn gegen die Wand geworfen! Gib deine Schuhe! Die haben 200 Euro gekostet. Und ich verbrenne sie jetzt, so wie du mir, ich dir. Vater, ich hab alles geklärt. Klaus schenkt mir eine PlayStation 5. Was? Nein! Doch! Nein! Mama, sag was! Ich hab Bock auf ein Erdbeereis! Hä? Wie gesagt, du bekommst keine PlayStation 5. Mann, Alexa, bekomme ich eine PlayStation 5? Ja. Sie hat ja gesagt! Ich hab hier das Sagen. Nö. Also, wie kaufen Sie jetzt? Tüdelü! Hallo? Bleib hier! Bring mir ein Erdbeereis mit! Oh Mann! Herr Klops, ich muss dringend aufs Klo! Dein Ernst? Ich scheiß mich gleich ein! Dann geh! Danke! Oh. Alles okay da drin? Ja, alles gut. Oh oh. Micha, ist da gerade die Schüssel kaputt gegangen? Nein. Oh Mann, Hans, warum rufst du immer nur mich? Franz, jo, die Schüssel ist kaputt. Austauschen. Wird gemacht. Bist jetzt endlich fertig? Ja. Tim? Ja? Oh, die Schüssel ist wieder ganz. Kannst ja mal Probe sitzen. Hält Bombe fest. Na dann, sehr gut. Oh, so ein Mist. Hans, Franz, Lohnabzug für euch. Endlich habe ich sie, die PlayStation 5. Hast du meinen Erdbeereis? Ich habe doch gesagt, es gibt keine. Alexa hat aber gesagt, ich bekomme sie. Genau das habe ich. Siehst du? Ich bin hier der Herr im Haus. Nö. Doch, und die PlayStation kommt weg. Nein. Wo ist mein Erdbeereis? Du mit deinem scheiß Erdbeereis. Hey. Die kommt weg oder ich schmeiß sie aus dem Fenster. Das traust du dich nicht. Doch. Nein. Tja, ich hab's mich getraut. Du bist so scheiße. Ich geh zu Klaus. Tüdelü. Vergiss mein Erdbeereis nicht. Immer wieder Ärger mit Micha. Das bin ich. Und was jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht solltest du zocken. Verlierst doch sowieso immer. Nein, tu ich nicht. Gefällt mir. Haha, total komisch. Was ist hier denn los? Ach, gar nichts. Naja, dann, Micha, verzieh dich. Ich will jetzt zocken. Dass du das noch kannst in deinem Alter. Hey, ich bin nicht alt. Micha? Ich war's nicht. Nee, das Furzkissen ist einfach so hingeflattert. Ja, vielleicht. Ich war's. War doch witzig. Das gibt eine Woche Zockverbot. Der war gut. Nur ein kleiner Scherz. Von mir gibt's jetzt aber Zockverbot. Hey, mach die PlayStation wieder an. Nö. Mach das Ding an. Ja, okay. War doch nur ein kleiner Scherz. Nee, lass aus. Micha? Okay, schalt sie halt an. Ich will's hoffen. Mann, wo bleibt der? Hallo, bist du der Dealer? Sag mal, geht's noch lauter? Ja, bist du der Dealer? Ja, du Idiot, nicht so laut. Hast du sie dabei? Ja, hier ist die seltenste Switch drin. Wow, und wie viel willst du? 400 Euro. Das ist ja billig, nehm ich. Perfekt, hier. Danke. Die Firma dankt. Was ist denn das? Der hat mich verarscht. So ein Vollidiot. Keiner da. Aha, ich will schlafen. Und ich will alle Booster-Packs, die du hast. Wir haben 3 Uhr nachts. Wie bist du hier reingekommen? Tja, ich hab meine Tricks. Ich darf dir nichts verkaufen, ja, haben zu. Wer hat was von kaufen gesagt? Hä? Das ist ein Überfall. Gib mir alle Booster-Packs, die du hast. Nein. Dann hau ich dir auf die Birne. Also bitte, ich bin ein Automat. Du wolltest es ja nicht anders. Siehst du, mir passiert nichts. Ach ja? Ich bin unkaputtbar. Gib mir die Booster-Packs. Nein. Tja, du wolltest es ja nicht anders, Tüdelü. Au. Mach das Ding aus, du hast Zockverbot. Oh Mann. Geh doch mal ein bisschen raus. Raus? Okidoki.
Mahlzeit, habt ihr noch Konsolen zum Testen da? Ja, die stehen da hinten. Danke. Mann, solo bin ich die ganze Zeit nur am Verlieren. Ich spiel mal Random Dudes. Ich heiß Jochen, wie heißt du? Jochen? Ich heiß Jürgen. Den Jürgen Würgen. Deine Stimme klingt ja komisch. Ja, das ist mein Billo-Headset hier. Ach so. Also Vater, wo landen wir? Du nennst mich Vater? Nein, ich hab Jochen gesagt. Aha, ab nach Lonely Labs. Gibt's nicht mehr. Dann halt dahin, wo ich markiere. Ja Mann, gewonnen. Micha ist halt der Beste. Micha? Micha! Oh oh. Mann, ich hasse meine Eltern. Immer bekomme ich Ärger. Was ist denn das? Das kenne ich doch irgendwoher. Die magische Fernbedienung. Wofür brauchst du eine Fernbedienung? Für gar nichts. Was haben wir für ein Datum heute? Den 13.03.2024. Oha. Was, oha? Ach, gar nichts. Dann kam ja schon die neue Fortnite-Season. Ja, Mann, die ist so geil. Erzähl mal ein bisschen, wie ist die so? Verarsch mich nicht. Nee, jetzt wirklich. Na also, es gibt neue Sachen. Und zwar... Nein, nein, nein. Oh, Mann. Mann, ich war gerade duschen. Ich hör dich bis ins Bad. Sei mal ein bisschen leiser. Sorry. Und räum mal auf. Hier sieht's ja aus. Oh, mein Gott. Mach ich. Endlich habe ich sie wieder. Ich weiß, wo ich hin will. Puh, krass. Was ist krass? Andi, du bist ja alt und du hast abgenommen. Wir haben doch beide abgenommen. Ich auch? Ja. Echt krass, welches Jahr haben wir? 2060. Oha, dann ist bestimmt schon GTA 6 draußen. Leider nein, gab bisher nur Leaks. Oh Mann, und was ist mit Fortnite? Der war echt gut. Nein, meine ganzen Skins. Selber schuld, wenn man sein Passwort vergisst. Ich hab meinen Account verloren. Tja, naja, komm, wir spielen FIFA 60. Ja, warum nicht? Nein, nein, nein. Die Fernbedienung ist richtig geil. Jetzt will ich in die Vergangenheit. Oha. Jochen, machst du jetzt endlich mal den Fernseher aus? Ja, Papa. Vater? Alter Stinkstiefel. Hallo? Immer nervt er mich. Siehst du mich? Ich will meinen eigenen Fernseher. Ich bin unsichtbar. Ha, ich schnapp mir jetzt 20 Mark für Fußballkarten. Das merkt er sowieso nicht. Oha, wie ich? Jochen, was machst du an meinem Geldbeutel? Nichts. Du wolltest klauen. Eine Woche Stubenarrest. Oha, das kenne ich irgendwoher. Nur mit Zockverbot. Mann, haust du rein. Wow, haust du rein hört sich auch cool an. Wow, Vater war genauso wie ich damals. Micha! Ach stimmt ja, der ist in der Schule. Meine Fresse. Oh Mann! Was machst du denn da? Erklär du mir mal, warum der Fernseher auf den Kopf gedreht ist. Woher soll ich das wissen? Du hast doch zuletzt gezockt. Ja, da war aber noch alles normal. Das kann doch nicht sein. Sibylle war vorhin da. Wirklich? Ja. Sibylle schon wieder. Naja, tüdelü. Haha, der hat mir geglaubt. Herr Klops, bitte ins Sekretariat. Kinder, macht eure Aufgaben weiter, ich bin gleich wieder da. Ist der weg? Ja. Sehr gut. Was hast du vor? Ich stell den Eimer mit Wasser auf die Tür. Und wenn er reinkommt, wird er nass. Genau. Richtig geil. Ich bin schon mega gespannt. Er kommt, ich höre die Schritte. Wer war das? Also ich war's nicht. Micha! Warum ich? Ich war's nicht. Weil du es immer bist. Mitkommen. Viel Glück. Oh Mann. Was hat der? Micha!